bekommen beim Geld. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gibt einem immer auch ein bisschen die Möglichkeit, über das vergangene Jahr Bilanz zu ziehen und sich Gedanken über die Zukunft zu machen und darüber, was man im neuen Jahr alles anpacken will. Dazu gehört auch die Altersvorsorge. Bei der eigenen Vorsorge ist es besonders wichtig, dass man nicht nur punktuell von Zeit zu Zeit mal einen Batzen fürs Alter auf die Seite legt, sondern dass man seine finanzielle Sicherheit im Alter systematisch plant. Statt Schnellschüsse sollte man bewusst darauf achten, dass die eigene Vorsorge nachhaltig ist und möglichst alle persönlichen Lebensumstände abdecken. Wenn jemand eine Familie hat, sind andere Massnahmen nötig, als wenn jemand alleinstehend ist. Auch die persönlichen Ziele, die man sich setzt, müssen in die Vorsorgeplanung einfließen. Doch wie erreicht man denn überhaupt nachhaltige Vorsorgelösungen? Wie funktionieren sie und was bringen sie konkret? Darüber reden wir jetzt mit Hans-Jürg Freund, Generalagent bei der Helvetia St. Gallen. Ja, wann ist dann eine Vorsorgeplanung nachhaltig und wann nicht? Für mich ist eine Vorsorgeplanung nachhaltig, wenn sie sämtliche Aspekte des Vorsorgebedarfs der Kunden abdeckt, über einen langfristigen Horizont ausgerichtet ist und ein gesamtheitliches Konzept vorhanden ist. Wie funktionieren dann nachhaltige Vorsorgelösungen? Eine nachhaltige Vorsorgelösung wird erstellt, indem man zuerst mal die Tischsituation analysiert, schaut, was ist vorhanden, dann nachher die Wünsche und Pläne der Kundinnen und der Kunden abholt, um zu schauen, was hat man noch im Sinn, was sind für Ideen da, aber auch die Risikobereitschaft prüft und die Risikofähigkeit. Und was ebenfalls wichtig ist, wenn dann das gesamtheitliche Konzept vorhanden ist, dass dann eben auch die Veränderung von Lebenssituationen zulässt, dass man noch Flexibilität hat und das dem anpassen kann. Wenn man jetzt von nachhaltigen Vorsorgelösungen redet, was bringt es konkret? Ja, in erster Linie mal Sicherheit. Man kann die Familie absichern, man kann als selbstständige, erwerbstätige Person beispielsweise die Firma absichern. Es bringt einen Leitfaden in die persönliche Situation, die ja tendenziell eher für unübersichtlich wahrgenommen wird, wo man Klarheit schaffen kann und man ein Ziel verfolgen kann. Nachhaltig ist eine Vorsorgelösung, wenn man die Finanzen für den dritten Lebensabschnitt systematisch plant und umsetzt. Nachhaltig kann aber auch die Anlagestrategie sein, wenn man sein altes Geld investiert. Auch da geht es darum, dass man nicht allein nur eine höhere Rendite mit seinem Vorsorgekapital anstrebt, sondern damit auch ethische, soziale und ökologische Aspekte verbindet. Gerade in der Altersvorsorge gönnt eine nachhaltige Anlage vom Kapital immer mehr an Bedeutung, weil so Anlagerisiken für die Versicherten können gesenkt werden. Hans-Jürg Freund, wenn man möchte, dass das eigene Vorsorgekapital eben nachhaltig angelegt wird, was für Möglichkeiten hat man da als Versicherter? Wir müssen zuerst einmal unterscheiden zwischen der Pensionskasse, der zweiten Säule und der dritten Säule der privaten Vorsorge. Bei der Pensionskasse ist es so, dass die meisten Pensionskassen sie schon ausgerichtet haben auf die Werte der Nachhaltigkeit und da bereits schon der Fall ist. Sonst muss ich zugeben, hat man in der Pensionskasse auf das Anlageverhalten als einzelnes Mitglied nicht wahnsinnig viel Einfluss. In der privaten Vorsorge hingegen schon, dort kann man mit der Produktwahl entsprechende Nachhaltigkeit gewinnen und Produkte wählen dazu. Gut, am Schluss will man aber trotzdem eine gute Rendite auf seinem Vorsorgekapital haben. Muss man allenfalls eben gleich vielleicht eine schlechtere Rendite in Kauf nehmen auf seinem Vorsorgegeld, wenn man eben eine nachhaltige Anlage anstrebt? Also meine Erfahrung sagt nein. Es ist nicht zwingend mit einer schlechteren Rendite verbunden. Es kommt viel mehr darauf an, was hat man für ein Produkt und was für Vorstellungen und wo trifft man sich da. Wie erreicht man dann am ehesten eine nachhaltige Wirkung mit seinem Vorsorgegeld, aber trotzdem nur eine anständige Rendite? Mit einer individuellen Planung. Ein erfahrener, guter Kundenberater, der einem weiterhelfen kann und die Anliegen auf sich persönlich zuschneiden kann und die Nachhaltigkeit, die gewünscht wird, dem möglichst schnell oder sogar ganz erreichen kann. Danke vielmals, Hans-Jürg Freund. In der nächsten Woche reden wir gerade nochmal über das wichtige Thema Vorsorge. Nachdem im Herbst Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Rentenreform 2020 vom Bundesrat Bach abgeschickt haben, fragen sich viele, wie es mit unseren Vorsorgewerken, der AV und Pensionskassen im 2018 weitergeht. Sind unsere Sozialwerke gefährdet? Wie können sie gestärkt werden? Und was kann man im 2018 selber als Versicherte unternehmen, damit man im Alter gut abgesichert ist? Antworten bringen wir gerade zum Neujahrsanfang. Zuerst wünsche ich Ihnen einen hoffentlich freudvollen Silvester und einen guten Rutsch ins 2018.